Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Und das Spiel läuft. 27. Spieltag. Paul-Janisch-Stadion Düsseldorf. Kammerinborn zu Gast bei Fortuna Düsseldorf 2. Jendrusch mit dem weiten Abschlag Richtung Pazurek. Schelt mit der langen Eröffnung. Und dann ist das ganz, ganz knapp. Und ein Großteil auch im Strafraum unterwegs. Ja, das ist richtig. So, Schelt bringt den Ball hoch rein, aber da steht keiner. Doch, vielleicht Cepanik. Erstmal wieder zurück in Richtung Defensive. Firatuncher und Armin Pietrovic. So, jetzt vielleicht mal was über die rechte Seite. Scharfer Ball. Aber auch hier Ampomar wieder sofort der Ballverlust. Gleich zurück Richtung Zuda. Zuda, immer noch Zuda am Ball. Jetzt vielleicht Daniel Hammel. Knapp am Tor vorbei. So, und sofort Klusmann wieder angegangen von Pazurek. Das ist eine verdammt gefährliche Variante. So, wieder Cepanik. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Tor des Monats 2011. Und da ist das 1:0 durch Enzo Wirtz. Und das hatte sich angekündigt hier in den letzten Minuten. Starke Aktion, schön rausgespielt. Hier sehen wir es nochmal. Cepanik bringt den Ball rüber und dann ist es Enzo Wirtz, der genau richtig steht am hinteren Pfosten. Und vor allem zu ungenau in den Pässen. Ansonsten hätten wir jetzt hier schon einige wirklich schöne Torchancen sehen können. Auch hier wieder Schelt. Jetzt mit dem langen Ball Richtung Cepanik. Klusmann weit draußen. Cepanik 2:0 für Kammerinborn. Schelt bringt den Ball einfach mal nach vorne. Und da steht dann Lukas Cepanik. Klusmann war da auch so ein bisschen überrascht, glaube ich, dass der Ball so schnell und so weit nach vorne geht. Pendelt da quasi wirklich die ganze Zeit zwischen Mittelfeld und Sturmspitze. Jetzt mal ein ungenauer Ball von Jendrusch in Richtung. Und die Chance, Ampomar überspielt Jendrusch. Und wow, was eine Rettungstat von Armin Pietrovic. Und dafür wird er auch von seiner Mannschaft hier zu Recht gefeiert. Was eine Tat von Pietrovic. Ampomar mit ganz, ganz viel Platz. Und Pietrovic kommt da mit dem eingesprungenen Rittberger, holt er da den Ball. Dass der schießen kann, hat er heute auch schon bewiesen beim 2:0. Der Pass allerdings nicht gut. Dub lässt sich da den Ball wegnehmen. Daniel Hammel fällt. Und der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Nick Otto versteht die Welt nicht mehr und bekommt zusätzlich auch noch die gelbe Karte. Da sehen wir es. Und ja, er hält ihn fest. Es tut mir sehr leid. So, und wer schießt, das kann bei den Kernern natürlich nur einer sein. Gerade zurück von seiner Gelbsperre gegen Leon Klusmann. Pazurek. Und da ist das 3:0 für Kammerinborn. Schauen wir natürlich auch nochmal drauf. Pazurek, Elfmeter Nummer 6. Sitzt, verlädt Leon Klusmann im Tor. Der springt nach links, Pazurek schießt rechts. Die Kellner da von der Bank bringen können. So, der Pass geht fast schief. Daniel Hammel verschätzt sich da so ein bisschen, beziehungsweise Leon Klusmann macht das dann hinten raus ganz gut. Jetzt der lange Ball von Yilmaz Richtung Ampomar. Ampomar! Und da ist der Anschlusstreffer. Stark, der gerade eben erst eingewechselte Enes Yilmaz
mit dem hohen Anspiel auf Ampuma. Und Nana Ampuma macht das dann eiskalt. Robert Jendrusch zu weit aus seinem Tor draußen gewesen. So, Bocek, Ampuma, Mansfeld, nochmal Ampuma und Mansfeld, aber Jendrusch dran. So, Pazurek Richtung Szczepanik, 4:1 aus Sicht der Gäste, Kahn Marienborns. Ja, Lukas Szczepanik, Tor Nummer 2 in diesem Spiel. Schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Da sehen wir es, den Pass in Richtung Szczepanik. Und dann Klusmann, ja, absolut verdeckte Sicht. Lange Profi gewesen, unter anderem für Bayern 04 Leverkusen, Saarbrücken, Mainz 05 und eben auch Fortuna Düsseldorf gespielt. Auch für die deutsche Nationalmannschaft in der Olympia-Auswahl und U21 gewesen. Am Anfang des Spiels fast noch inflationär. Aber jetzt in der zweiten Hälfte hat sich das hier so ein bisschen beruhigt. So, lang getreten. Und was soll man dazu sagen? Jetzt wird's langsam wirklich eklig für die Düsseldorfer. 5:1. Und die Ecke kam gar nicht mal so gut. Aber Klusmann verschätzt sich da im Tor. Lässt den Ball durch. Gut, man muss Ampuma Richtung Wagemann, der behält den Ball auch drinnen. Vielleicht jetzt nochmal die Chance für Marcel Mansfeld, der sich da so ein bisschen vertändelt. Rechts wäre ein Dub frei, entscheidet sich für Göckern und dementsprechend dann für Schauerte. Und das war's, das Spiel ist zu Ende. Wir sehen hier keine zusätzliche Zeit oder sonst irgendwas. Marc Jäger pfeift pünktlich ab und das Spiel endet mit 5:1 aus Sicht der Gäste. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.